Ich rufe auf die nächsten beiden Tops, Top 65, den Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Kleinstreiterei im ÖPNV beenden, Drucksache 20-9139. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der Freien Demokraten mit Top 110, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 20-9215. Und Herr Dr. Naas, es ist üblich, dass unsere Redner hier aufgerufen werden. Sie sind da etwas voreilig, aber da es Ihr Setzpunkt ist, seien Sie herzlich willkommen am Rednerpult. Sie haben als Erstes das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube, das ist auch dem Tagesordnungspunkt geschuldet, denn es geht ja noch einmal um das 9-Euro-Ticket. Und insofern kann ich jetzt direkt an den Herrn Staatsminister anschließen und Ihnen zunächst einmal sagen, dass das 9-Euro-Ticket natürlich ein Erfolg war. Es war ein Experiment, aber es war auch ein großer Erfolg, denn das 9-Euro-Ticket, wir haben es schon gehört, ist 52 Millionen Mal verkauft worden. Und ich habe es eben auch schon gesagt, es war zunächst eine Frage der Gerechtigkeit, denn es gab natürlich im Rahmen der Entlastung für Autofahrer hier den Tankrabatt. Und dann war es nicht mehr wie richtig, dass auch ÖPNV-Kunden eine Entlastung erhalten. Und diese Entlastung sah das 9-Euro-Ticket vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir mit diesem Experiment, mit diesem erfolgreichen Experiment zum ersten Mal gesehen haben, welche Möglichkeiten der ÖPNV hat, wenn man Bürokratie abbaut und wenn man digitaler wird. Das war das eigentlich Bemerkenswerte. Es war nämlich etwas ganz Besonderes, dass man sich dieses Ticket online kaufen konnte und dass man nicht überlegen musste, muss ich das Ticket jetzt abstempeln wie in Berlin oder kann ich direkt einsteigen wie in Frankfurt und Hamburg. Dass diese Überlegungen, diese Hemmnisse des ÖPNV, die waren zum ersten Mal weg. Und in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz ist es ja sogar so, dass man aussteigen muss, wenn man die Tarifgrenze überfährt und den Tarifverbund wechselt und ein neues Ticket löst. All das war auf einmal beseitigt, und man konnte innerhalb Deutschlands durchfahren im ÖPNV. Das ist das eigentlich Positive gewesen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Erfolge, die müssen wir auch langfristig sichern. Und deswegen unser Antrag. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Bürokratie im ÖPNV zurückdrängen können, wie wir die Digitalisierung vorantreiben können, damit es am Ende effizienter und billiger wird. Das ist nämlich das Entscheidende, denn wir werden in den nächsten Jahren mit steigenden Kosten zu tun haben. Das ist hier schon angesprochen worden. Überlegen Sie einmal, welche Effizienzsteigerung es gäbe, hätten wir nur vielleicht einen Verbund in Hessen statt zwei. Und hinter den Verbünden stehen ja noch einmal 24 Verkehrsträger. Auch da muss die Frage gestellt werden, ist das noch zeitgemäß? Ist das überhaupt noch leistbar? Geht es hier nicht besser und effizienter? Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Energiekosten werden steigen und die Lohnkosten auch. Und damit werden auch die Kosten im ÖPNV steigen. Und was wir nicht wollen, das sage ich klar und deutlich, wir wollen nicht, dass sich das Angebot reduziert. Denn diese Gefahr besteht derzeit. Diese Gefahr besteht auch zwischen den Verbünden und bei den Verhandlungen zwischen den Verbünden und dem Ministerium. Denn wenn nicht mehr Geld in Umlauf kommt oder eine andere Finanzierung erreicht wird, wird es zur Abbestellung kommen. Und das wollen wir nicht, gerade vor dem Hintergrund, dass der ÖPNV im ländlichen Raum ausgebaut werden muss, Frau Kollegin Müller, und nicht abbestellt werden muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und wenn man sich so die Finanzierung mal anschaut, dann muss man konstatieren, dass der Bund schon relativ großzügig war. 9,4 Milliarden bisher, 1,2 Milliarden für die Ausfälle, Corona-bedingt, 2,5 Milliarden obendrauf für das 9-Euro-Ticket. Einige sagen, da gäbe es auch sagen wir immer noch Überhänge in den Einnahmen bei den Ländern, aber lassen wir das offen. Und dann gibt es ja 1,5 Millionen nach dem Koalitionsvertrag und weitere Mittel. Und dann kann man doch nicht sagen, bei dieser Großzügigkeit des Bundes, der Bund wäre hier knauserig. Kann man nicht sagen. Sondern umgekehrt, das Land, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist jetzt am Zug. Und da ist es natürlich typisch hessischer Verkehrsminister, nach dem Bund zu rufen und zu sagen, all das
was hier noch fehlt, das soll doch bitte der Bund bezahlen. Natürlich können wir relativ schnell hier einen Konsens bilden, übrigens auch innerhalb der Länder. Sie haben ihn ja vorgetragen, dass es immer gut ist, wenn Hessen entlastet wird und der Bund belastet wird. Da ist das Hemd näher als die Hose. Und trotzdem müssen wir hier mal die Frage nach der Gerechtigkeit stellen. Und diese Frage muss hier erlaubt sein, weil jetzt auch mal das Land am Zug ist. Es sind nämlich nicht 15% originäre, regelmäßige Landesmittel, sondern es sind nur 3%. Ich dachte, das hätten wir gestern geklärt. Und das hatte ich Ihnen ja auch nachgewiesen. Aber ich kann es Ihnen auch gerne noch mal schriftlich geben. Ich habe hier die Protokollauszüge. Wenn Sie sich hier einmal Faktoren aus dem Sondervermögen zurechnen, dann ist das nicht ganz redlich. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir so angucke nach der Großzügigkeit des Bundes, wie großzügig hier das Land Hessen gegenüber den Verkehrsverbünden agiert, da habe ich so meine Zweifel. Denn das, was man aus den Verkehrsverbünden hört, sieht nämlich ganz anders aus. Da rechnet nämlich das Land schon mit den 110 Millionen aus den 1,5 Millionen, die der Bund noch mal drauflegt zur Refinanzierung, zur Regionalisierung. Das ist alles voll eingerechnet. Aber das Delta, was dann bleibt von knapp 60 Millionen, da sagt dann das großzügige Land, das sollen doch bitte die Verbünde einsparen. Das wären dann Abbestellungen. Oder, das ist die Alternative, jetzt raten Sie mal, wer es sonst bezahlt. Ja, die Kommunen natürlich aus dem KFA, denn das ist die Variante, die das Land noch im Blick hat. Das hat aber mit Großzügigkeit weiß Gott nichts zu tun, sondern das ist ganz kleinkariert und bringt uns im ÖPNV überhaupt nicht weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja den Antrag der Linken hier gehabt, alles zum Nulltarif. Ich kann hier feststellen, auch, ich glaube, für die demokratische Mitte, wir sind uns einig, wir brauchen eine Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets. Sie wird teurer sein als 9 Euro. Warum wird sie teurer sein? Weil ÖPNV, guter ÖPNV seinen Preis hat. Und wenn ich mir das Monatsticket des RMV mal so angucke, das ist in der teuersten Tarifklasse über 200 Euro monatlich. Und da sind bereits 69 Euro wirklich ein großer Sprung und eine große Vergünstigung. Und diesen Sprung, den sollten wir zunächst einmal machen. Ich halte nichts davon, alles immer billiger zu machen und am Ende auf Null zu fahren, so wie die Linke das am Ende vorschlägt, sondern die 69 Euro, die hier aus dem Bundesverkehrsministerium als Vorschlag und Rechnung kamen, sind ein guter Preis. Und deswegen wird es in der Zukunft darauf ankommen, dass der ÖPNV sich qualitativ weiterentwickelt, dass er ausgebaut wird, dass er insbesondere im ländlichen Raum ausgebaut wird, dass dieser ÖPNV digitaler wird. Ich frage mich bis heute, Herr Al-Wazir, warum er Ihr tolles Jobticket eigentlich nicht online kaufen kann. Und wenn ich mir so angucke, was passiert ist, wenn man entsprechend das 9-Euro-Ticket abschaltet, das kann ich Ihnen sagen, dann gibt es lange Schlangen hier an der Marktstraße 10 beim entsprechenden Verkehrsbüro. Das sind nämlich die Leute, die sich dann wieder anstellen müssen fürs Monatsticket. Und auch das müssen wir dringend in Hessen beseitigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen aber auch entbürokratisieren und wir müssen, und das hat Volker Wissing richtig adressiert, wir müssen auch die Struktur des RMV und des NVV mal überdenken, wie auch der Verkehrsträger vor Ort. Da gibt es eine Menge zu tun und das sollten wir gemeinsam angehen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es ein entsprechendes Nachfolgeticket gibt. Wir bekennen uns zu dieser Verantwortung. Wir sind der Auffassung, dass der Bund einen guten Vorschlag gemacht hat und dass jetzt das Land Hessen auch liefern muss. Herzlichen Dank. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Bamberger das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich weiß nicht, ob Sie diese Situation kennen. Sie freuen sich auf einen schönen Fernsehabend. Ich gucke gerne mal einen Thriller, der so richtig spannend ist. Da wird dann angeteasert mit spannender Musik und irgendeinem Vorspann, wo man erwarten kann, oh, da passiert gleich was und plötzlich kommt die Sendung mit der Maus.
Ja, die Sendung mit der Maus hat ja die Eigenschaft, die Folgen, die wiederholen sich sehr oft. Ich habe kleine Kinder, deswegen, ich will nicht sagen, ich bin leidtragend, ich gucke gerne die Sendung mit der Maus. Sie wiederholt sich oft, viele Sendungen kenne ich auswendig. Und lieber Herr Naas, so ging es mir jetzt bei Ihrer Rede. Ich habe darauf gewartet, wo sind die neuen Argumente, wo sind die neuen Ideen. Sie haben einen eigenen Setzpunkt gemacht. Und jetzt haben wir eigentlich alles das wiederholt, was wir gestern und heute schon alles diskutiert haben, was wir in der Enquete-Kommission der Mobilität der Zukunft schon alles diskutiert haben. Also es tut mir leid, Herr Dr. Naas, ich konnte jetzt nicht so furchtbar viel Neues an Ihren Ausführungen erkennen. Und deswegen, das macht es mir jetzt auch ein bisschen leichter und wird auch die Tagesordnung jetzt so ein bisschen vielleicht wieder straffen können, wenn ich mich dann nur noch auf ganz wenige Aspekte konzentriere. Aber auch da laufe ich Gefahr, mich zu wiederholen, weil auch da ist schon alles gesagt. Und sich hier hinzustellen und so zu tun, als würde das Land nichts machen in dem Bereich, das ist ja schon ein bisschen Hanebüchen. Also wenn ich mir jetzt so die Aktivitäten der FDP in der Zeit anschaue, als sie in der Verantwortung war für das Thema Verkehr, die Leidenschaft, die neu entdeckte Leidenschaft der FDP, der Freien Demokraten, für den öffentlichen, ja, das ist lange her, das, ihr hadert auch damit, ich weiß es ja, es ist ja auch in Ordnung, aber diese Leidenschaft habe ich auch in der jüngeren Vergangenheit bei Ihnen und bei euch so nicht wahrgenommen, aber ich freue mich ja, dass wir da jetzt auch thematisch dann stärker in einem Boot sind. Da sehen wir ja, die Enquete-Kommission Mobilität der Zukunft hat ja auch bei euch scheinbar zu einem Umdenken geführt. Fakt ist, ihr habt doch nichts Neues geliefert, kann ich auch nichts Neues liefern. Fakt ist, der Bund muss genauso liefern, wie das Land liefert. Das Land liefert, und vom Bund erwarten wir da ein bisschen mehr als nur das, was bis jetzt in Aussicht gestellt ist. Und von dem her vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die AfD bitte ich nun Herrn Gagel ans Rednerpult. Ja, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, dass die FDP hier heute feststellen will, dass das 9-Euro-Ticket ein Erfolg war, das müssen Sie natürlich selbstverständlich machen, Herr Dr. Naas, gemäß dem Motto, was wir in Berlin verzapfen, da muss dann auch mal das entsprechende Selbstlob her. Also insofern, das ist das, was Sie hier immer bei der schwarz-grünen Landesregierung kritisieren, dass Sie sich immer so viel Selbstlob in Pressemitteilungen austeilen, dass gilt in diesem Falle für das Selbstlob auch für Sie. Und ich will mal eine Klarstellung machen. Wahrscheinlich wird es hier missverstanden. Der Hass auf den ÖPNV, das ist natürlich, das geht Ihnen runter wie Öl. Es ist aber nicht so. Wir haben doch keinen Hass auf den ÖPNV, sondern wir haben eine rationale und vernünftige Betrachtungsweise auf den ÖPNV. Das muss ich hier in aller Deutlichkeit noch einmal sagen. Und, Herr Dr. Naas, Sie haben richtig gesagt, das Flatrate-Ticket hat vieles einfacher und vieles besser gemacht. Da bin ich 100% bei Ihnen. Es ist in der Tat so. Die Abschaffung der Bürokratie, das einfache Buchen, ich kann mich überall frei bewegen, ich brauche nicht länger nachzudenken, wo muss ich denn da jetzt irgendwie was zu bezahlen, das ist absolut richtig. Und wenn Sie hier sogar hingehen heute und hier sogar ein Preisschild dranhängen und sagen 69 Euro. Wir haben nämlich auch mal Berechnungen zu dem Thema angestellt. Da sind wir gar nicht weit voneinander entfernt. Denn auch wir sind dafür, ein Flatrate-Ticket fair und richtig zu preisen, sodass, wie gesagt, also die Verbünde durch die Fahrgeldeinnahmen weiterhin existieren können. Und da liegen wir genau in der Größenordnung, Herr Dr. Naas. Aber um es noch einmal ganz klar zu machen, um noch einmal auf das 9-Euro-Ticket in seiner Natur zu kommen, was letztendlich eine Form des fast kostenlosen ÖPNV war, wenn ich in Ihr Parteiprogramm reinschaue, da sehe ich nichts von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Natürlich können Sie jetzt hingehen und können sagen, na ja, das war doch der Krieg in der Ukraine und der böse Putin und was weiß ich, was nicht, da mussten wir doch was tun. Nein, es ist doch de facto in Berlin, in der ganzen Ampelregierung, da sind Sie ja nun mal Mitglied auch von, nichts anderes als hektischer Aktionismus im Rahmen des ersten Entlastungspakets gewesen. Was Sie gemacht haben,
Sie, die FDP, die Grünen und die SPD in Berlin, Sie haben mit kurzen Strohfeuern Geld verbrannt, ohne nachhaltig eine wirklich nachhaltige Entlastung für Deutschland zu bringen, wie das andere Staaten in Europa gemacht haben. In Deutschland ist das nicht so. Da wird nach 3 Monaten dann wieder neu diskutiert, was macht man jetzt neu, und wieder ein neues Paket und noch ein neues Paket und wieder mit anderen Voraussetzungen, und ständig wird nur diskutiert, anstatt wirklich mal eine dauerhafte und vor allen Dingen nachhaltige Entlastung der Bürger zu bringen. Wenn man den FDP-Antrag dann weiterliest, erkennt man immerhin, und das habe ich ja eben auch schon angedeutet, dass sich die FDP dann doch so ein bisschen erinnert an die wirtschaftspolitischen Prinzipien im Bereich Wirtschaft und Verkehr. Das ist auch nicht schlecht so. Denn der bürgerlich-konservative Wähler, der eigentlich schon fast AfD gewählt hätte, hat sich dann aufgrund des stellenweise doch vernünftig klingenden Programms doch für die FDP entschieden. Und dieser erwartet mit Sicherheit etwas anderes als die Umsetzung von kommunistischen Ideen wie kostenlosen ÖPNV. Meine Damen und Herren, für uns in Hessen muss klar sein, und ich sage es immer wieder mal, wollen wir den ÖPNV stark und investitionsfähig erhalten und verbessern, und wollen wir gesunde Staatsfinanzen behalten, so ist eins gewiss nicht möglich, ein voll subventioniertes ÖPNV-Ticket. Und das 9-Euro-Ticket ist für mich quasi eine fast Vollsubventionierung des ÖPNV. So sehr auch hier aus der links-grünen Ecke immer mit Klimanotstand, Klimakrise und Panikattacken, fast Herzinfarkt, wir haben keine Zeit mehr, man gepoltert, so sehr müssen wir auf diese Dauerpropaganda im Sinne Durchsetzung zentral gesteuerter sozialistischer Experimente widerstehen. Wir müssen zurück, und das hat zum Glück die FDP richtig erkannt, zu einer guten Deckungsquote im ÖPNV. Und da sind wir völlig bei Ihnen. Das mit der 69 Euro, das klingt gut, und das ist auch eine Sache. Und das würde im Übrigen, Herr Dr. Naas, dem Geist entsprechen, was Herr Lindner heute noch einmal betont hat in Berlin. Die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Aber da ist er wahrscheinlich der letzte Mohikaner im Ampelverein in Berlin. Sie schreiben es ja auch. Sie schreiben es auch im Antrag, das Nachfolgeticket darf die Haushalte nicht überlasten. Also man muss sicherlich anerkennen, dass hier die FDP auch erkannt hat, dass es tatsächlich hier nicht geht darum, ÖPNV für alle, und da habt ihr, sondern es geht hier ganz klar um ein Spannungsfeld im Rahmen der Finanzierbarkeit. Was ich eben ja schon gesagt habe, wir sind natürlich auch für die Einführung eines Flatrate-Tickets, weil dadurch vieles viel einfacher geworden ist. Das Prinzip ist richtig, und da muss man dem Herrn Al-Wazir recht geben. Es ist aus Hessen gekommen, und an der Stelle sage ich, das ist richtig. Es war eine richtige Sache, es so zu machen. Und insofern sind wir dabei, Herrn Al-Wazir bzw. auch bei Herrn Dr. Naas. Zur Finanzierung muss man auf jeden Fall noch einmal betonen, zu den Regionalisierungsmitteln, da haben wir gestern drüber gesprochen, die 10 Milliarden etwa, die vom Bund kommen, die für Hessen etwa 700 Millionen Euro betragen. Das ist eine große Hausnummer. Die beiden 15%-Anteile KFA und Landesmittel haben wir ja hier schon ausführlich diskutiert, wurden nachher scheinbar immer noch scheinbar Differenzen zwischen Verkehrsminister und Dr. Naas bestehen, ob es nur 3% oder 15% sind. Auf jeden Fall sehen wir, dass der Bund ja jetzt noch einmal 1,5 Milliarden Euro zusätzlich hineingeben will. Und wenn man das dann so ausrechnet und ungefähr so auf dieses Ticket umlegt, dann könnte man ungefähr sagen für Hessen, dass mit diesen 1,5 Milliarden man vielleicht ein Flatrate-Ticket um 10 oder vielleicht maximal 15 Euro im Preis absenken könnte. Wenn man vielleicht ursprünglich irgendwie einen fairen Wert von 79 Euro ermittelt hätte, um eine Kostendeckung im ÖPNV zu finanzieren, wäre man dann eben genau auf den besagten 69 Euro, die Herr Naas eben ins Spiel gebracht hat. Bezüglich der 1,5 Millionen Euro muss man aber nachfragen, es ist ja ein Entlastungspaket, kommen die denn jetzt jährlich, diese 1,5 Milliarden? Kann sich der ÖPNV darauf verlassen? Und was ist mit den Kosten im ÖPNV? Stichwort Personalkosten, Energiekosten im Umfeld der Inflation. Sind diese Kalkulationen auch 2023, 2024, 2025 überhaupt noch gültig? Das wissen wir nicht.
Denn der ÖPNV unterliegt diesen Kostensteigerungen mit Sicherheit genauso. Und wenn wir uns an zweistellige Inflationsraten in der Größenordnung von 10% gewöhnen, dann sind immerhin 10% von einer Milliarde auch schon 100 Millionen. Der RMV hat ja nun mit Preiserhöhung auf diese gestiegenen Kosten reagiert und ist dafür natürlich auch hart kritisiert worden, hier insbesondere aus der linken Ecke. Aber auch diese Fragen müssen mit berücksichtigt werden. ÖPNV muss immer einen Teil der Kosten auch decken. Auf jeden Fall stehen wir in Deutschland an einer Art Scheideweg. Verlassen wir die Prinzipien der Deckungsquote, die bis 2019 auf jeden Fall galt, oder gehen wir einen Weg des immer stärker subventionierten ÖPNV bis hin zu einem kostenlosen Ticket, wie es die Linken wollen? Für uns ist ganz klar, für uns als AfD, wir bekennen uns dazu, der ÖPNV muss durch Fahrgeldeinnahmen zu einer Deckung beitragen, sonst kriegen wir eine Höherbelastung der Staatshaushalte, meine Damen und Herren. Insofern sehe ich einen gewissen Widerspruch im FDP-Antrag. Sie schreiben ja unter Punkt 6, Sie fordern mehr Landesmittel. Das haben Sie ja in Ihrer Rede auch eben klar gemacht, Herr Dr. Naas. Mehr Landesmittel auf der einen Seite, die müssen irgendwo herkommen. Die Frage, wo wollen Sie dann streichen, wenn Sie mehr Landesmittel fördern, das steht in Ihrem Antrag nicht drin. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, man weiß es nicht so her, die fallen dann vom Himmel. Und in Punkt 7 Ihres Antrags ist, ja, das müssen Sie schon machen. Und auf Punkt 7 weisen Sie dann auf den Finanzierungsvorbehalt hin. Also da müssten Sie den Widerspruch vielleicht gelegentlich noch mal auflösen, an welcher Stelle des Haushaltes das Geld nun herkommt. Ich befürchte aber am Ende des Tages, dass man hier dann doch sagt, na ja Gott, wir sind jetzt in der Krise und der Krieg und die Inflation, alles ist ganz schlimm, dass man dann doch an die Schuldenbremse in irgendeiner Form herangeht. Meine Damen und Herren, ich habe es ja schon verschiedentlich hier erklärt, die AfD hat bezüglich des ÖPNV eine ganz klare Haltung. Es muss ein starker und investitionsfähiger ÖPNV einen Deckungsbeitrag bringen, der die hessischen Haushalte nicht weiter belastet. Die Schuldenbremse muss selbstverständlich eingehalten werden. Und ansonsten stehen wir für eine klare Absage an alle zentralplanerischen und sozialistischen Experimente im Namen der Klimakrise, des Klimanotstands und der Klimaneutralität. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Digitalisierung ist natürlich ein Mittel, aber kein Ziel, um Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Kostenlosen, hochsubventionierten ÖPNV, das habe ich ja hier schon oft klar gemacht, kommt für die AfD nicht in Frage. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Linke erteile ich nun Herrn Gernke das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat diskutieren wir hier die letzten Tage ja schon sehr lange über unterschiedlichste Aspekte der Verkehrspolitik. Aber gleichwohl hat die FDP ja jetzt schon noch mal die Frage nach den Strukturen aufgeworfen. Und das meiner Ansicht, da war Rich Naas nicht zu Unrecht, mal zu hinterfragen, ob die Strukturen, so wie sie jetzt gefasst sind, denn tatsächlich noch adäquat sind. Die FDP nennt das Kleinstaaterei und macht aufmerksam auf Tarifgebiete, Übergangsgebiete, Fahrkartenverkauf, Kontrolle und so weiter und so fort, was damit alles miteinander zusammenhängt. Und das wäre zum großen Teil durch Flatrate-Tickets, aber am allerbesten natürlich durch einen Nulltarif zu überwinden. Auch Flatrate-Tickets muss man kontrollieren, muss sicherstellen, dass sie dann auch entsprechend bezahlt werden. Aber das mag vielleicht nur eine technische Frage sein. Relevanter ist neben der Frage, wer kann sich das denn am Ende leisten, und sehen wir es als ein Problem an, wenn ein Viertel der Bevölkerung es sich nicht leisten kann. Das muss man ja klären, ob man sagt, das ist kein Problem oder es ist doch eins. Aber neben der Frage stellt sich schon noch mal die Frage, wie ist das denn zu diesen zersplitterten Strukturen eigentlich gekommen? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind ja Strukturen, die gesetzmäßig festgelegt sind und die man auch gesetzmäßig verändern könnte, wenn man es will. Und da finde ich, muss man erklären, wollen wir denn, dass der ÖPNV eine sozialstaatliche Leistung ist
Oder ist es eine Ware, die wir auf dem Markt verkaufen wollen? Das kann man so sehen, das kann man so sehen. Wenn man sagt, man will es als Ware auf dem Markt verkaufen, dann hat man halt das Problem, dass man eine Buslinie auf dem Land nicht fahren lassen kann. Also kann man schon fahren lassen, aber wahrscheinlich werden die wenigsten potenziellen Kunden und Kundinnen dann bereit sein, die 200 Euro für eine Fahrt zu bezahlen, die das dann kosten würde, wenn es denn kostendeckend wäre, was hier ja teilweise eingefordert worden ist. Das ist die Frage, ob wir sagen, wir wollen es sozialstaatlich organisieren. Das hieße dann eben nicht, dass die Kosten geringer sind, aber das hieße dann, dass die Kosten von der Gesellschaft getragen werden. Je höher die Kosten für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer sind und je höher sie angebunden sind an die Nutzerinnen und Nutzer, desto weniger sozialstaatlich ist es organisiert. Wenn ich die einzelne Fahrt wirklich kostendeckend haben will, habe ich bei Flatrate ja schon mal nicht. Bei der Flatrate lege ich ja auch schon um. Wenn der eine sich eine Monatskarte kauft für 60 Euro und fährt zweimal damit im Monat, zahlt er die 60 Euro. Und wenn sich der andere für 60 Euro die Monatskarte kauft und fährt 50 Mal im Monat damit, dann zahlt er relativ natürlich weniger. Also schon bei einer Flatrate ist es so, dass nicht mehr umgelegt wird, 1:1 die Kosten. Und wenn gesagt wird, wir wollen einen bestimmten Kostendeckungsgrad über die Nutzerinnen und Nutzer erzeugen und wollen aber gleichzeitig Flatrates, dann ist das ein gewisser innerer Widerspruch, weil auch die Flatrates natürlich schon darauf hinwirken, dass ein Ausgleich unter den Nutzerinnen und Nutzern in dem Fall stattfindet. Wir sagen, das Ganze soll eine sozialstaatliche Leistung sein. Das hat zur Konsequenz, dass der Ausgleich nicht nur zwischen denen besteht, die es viel und die es wenig nutzen, sondern dass der Ausgleich dazwischen besteht, dass auch diejenigen, die es gar nicht nutzen, mit zur Finanzierung herbeigezogen werden und dass alle gesellschaftlichen Gruppen mit zur Finanzierung herangezogen werden, wie es im Übrigen ja auch in anderen Bereichen des Verkehrs der Fall ist. Wenn man meint, dass die Kosten, die fürs Auto anfallen, alleine über Kfz-Steuern und Benzinsteuern etc. abgewickelt werden, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Bereithaltung der entsprechenden Infrastruktur nicht Diverses zusätzlich zu bezahlen hätten, der irrt im besten Falle. Es sei denn, er weiß, was er tut und behauptet es trotzdem. Wir sind also insoweit dafür, das Ganze sozialstaatlich zu organisieren, dass das Ganze aber auseinandergefallen ist und in verschiedenste Sektorinnen aufgegliedert worden ist und dass die RMVs dann wiederum in GmbHs umgewandelt werden und in Anbieter und Abnehmer umgewandelt werden, das Ganze als Markt organisiert ist. Das ist nicht zufällig passiert, sondern das ist ja beabsichtigt. Ich erinnere nur an den hessischen Weg in den Wettbewerb von 2003, klingt schon wie eine blöde Idee und war es ja auch von Roland Koch. Das war sozusagen die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Es gibt dann Konkurrenz um die Vergabe von Bus- und Bahnlinien. Und seitdem geht es mit den Lohn- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten genauso bergab, wie es mit der Versorgung der Bevölkerung mit den entsprechenden Verkehrsleistungen bergab geht. Das alles an Struktur scheint mir in der Tat nicht besonders angemessen zu sein für eine sozialstaatliche Aufgabe, muss grundlegend anders organisiert sein. Und das hat dann eben auch zur Konsequenz, nicht, dass die Kosten sinken, aber dass die Kosten nicht alleine über die Nutzerin oder nicht nur nicht alleine, sondern nicht primär, sondern am besten gar nicht über die Nutzerinnen und Nutzer, sondern gesellschaftlich getragen werden. Und insoweit bin ich nur über den FDP-Antrag etwas verwundert, jetzt sind ja auch ein paar mehr Leute da und manche hören sogar zu, das ist ja auch mal ganz schön, ist man ja nicht immer gewöhnt hier vom Parlament, aber je mehr sie sich bemühen, desto mehr bemühe ich mich auch, also da kann was gehen. Also wundert mich trotzdem von der FDP, dass sie auf der einen Seite die Strukturen, die doch eigentlich völlig in ihrem Sinne sind, nämlich die Totalität des Wettbewerbs, die Sie immer weiter ausgeweitet haben, die beklagen Sie nun und sagen, das ist alles Kleinstaaterei. Das ist doch eine genaue Folge Ihrer Wettbewerbsgedanken, die da sozusagen manifest werden und die Sie ja auch in zahlreichen Regierungsbeteiligungen entsprechend weiter ausgebaut haben. Aber wenn Sie auch an der Stelle also nicht nur die Liebe zum öffentlichen Nahverkehr im Allgemeinen entdeckt haben, sondern auch die Liebe zu sozialstaatlichen Strukturen, dann kriegen wir da bestimmt gemeinsam ein super Ergebnis hin. Und vielleicht fließt das Wasser ja auch mal wieder den Rhein hinauf. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich nun Frau Müller das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hatte durchaus einen Erkenntnisgewinn bei dieser Debatte. Als der Herr Dr. Naas seinen Vortrag gehalten hat, habe ich gedacht, ich weiß jetzt, warum der immer so viel rummeckert, weil er ist stehen geblieben, als Herr Rentsch Verkehrsminister war. Ich bin ja nicht so, dass ich einfach hier etwas raushaue und es nicht begründe. Aber die Begründung kommt jetzt. Also erstmal haben Sie gesagt, mit dem 9-Euro-Ticket ist die Digitalisierung in den ÖPNV gekommen, als ob man vorher die Tickets nicht hätte digital kaufen können. Ich kann jedes Ticket digital kaufen. Das Schülerinnen-Ticket, das ist ein E-Ticket gewesen. Da haben die Verbünde zusammengearbeitet. Also ich kann jedes Ticket digital kaufen. Dazu hätten wir das 9-Euro-Ticket nicht gebraucht. Aber gut. Der zweite Punkt, warum es mich daran erinnert hat, ist, weil Sie gesagt haben, die Kleinstaaterei beenden. Also die Verbünde, die zweieinhalb Verbünde, RMV, NVV und den VN-Teil, das sind drei Verbünde, die zweieinhalb, von mir aus zwei, faktisch sind es ja zweieinhalb, genau. Und dadurch ist der ÖPNV einen Riesenschritt nach vorne gekommen. Gerade dadurch ist die Kleinstaaterei beendet worden. Gucken Sie einmal in andere Bundesländer, wo das viel kleinteiliger organisiert ist, wie schwierig da die Absprachen laufen. Hier machen das die Verbünde im Auftrag der Aufgabenträger und koordinieren den ÖPNV und die Nahverkehrspläne. Und Ihr damaliger Verkehrsminister Rentsch hatte auch schon einmal die Idee, aus zwei Verbünden einen zu machen, beziehungsweise zweieinhalb. Das hat er aber schnell wieder in der Schublade verschwinden lassen, weil der NVV und der RMV einfach unterschiedliche Räume organisieren. Die müssen gut zusammenarbeiten. Das tun sie ja auch beim Schülerticket. Alles, was verbundweit übergreifend ist, da arbeiten die gut zusammen. Aber ansonsten sind es einfach andere Räume, andere Schwerpunkte. Der NVV macht jedes Dorf jede Stunde oder vermietet die E-Bikes an Dauerkunden und so weiter als Projekt. Der RMV macht wieder andere Projekte. So ergänzen die sich wunderbar. Und warum Sie da aus einem jetzt wieder einen Verbund machen wollen, dann müssen Sie Ihre Erkenntnisse, die sich seit damals verändert haben, schon einmal näher bringen. Und ich will es noch einmal sagen, ich habe es gestern schon einmal gesagt, aber der ländliche Raum ist nicht so schlecht, wie Sie ihn hier immer machen. Also, wann haben Sie denn das letzte Mal in die Fahrplanauskunft geguckt, um von A nach B von der Stadt in den ländlichen Raum zu fahren? Das muss wahrscheinlich auch zu Zeiten von der FDP im Landtag gewesen sein. Denn ja, die Verbindungen sind viel besser, als Sie suggerieren wollen. Versuchen Sie es doch einfach mal. Ja. Und zu der Zeit war es auch so, dass mitten in der Finanzierungsvereinbarung sind 20 Millionen € aus den Regionalisierungsmitteln gekürzt worden. Einfach so, dass Sie dann da kein Vertrauen in die Finanzierung haben, glaube ich Ihnen ja. Aber es war eine Erfahrung mit der FDP und nicht mit einem grünen Verkehrsminister. Aber zum Schluss vielleicht noch einmal, wir sind uns ja einig. Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht, der Bund noch nicht. Da wollte ich Ihnen gerne noch einmal mitgeben, was Sie vielleicht Ihrem Bundesverkehrsminister noch einmal näher bringen wollen. Es gibt einen Koalitionsvertrag, da ist die Erhöhung der Regionalisierungsmittel festgelegt. Das ist noch nicht eingelöst. Es ist auch festgelegt, dass für die Schiene doppelt so viel ausgegeben werden soll wie für die Straße. In dem derzeitigen Haushalt ist für die Straße doppelt so viel drin. Der Verkehrsminister Wissing argumentiert damit, na ja, da kommen ja noch die Regionalisierungsmittel und die Mittel der Länder dazu. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil die Regionalisierungsmittel sind für den Betrieb und nicht für die Investitionen gedacht und auch nur für den regionalen Schienenverkehr. Und ich kann nicht einfach das Geld der Länder mit dazurechnen und dann sagen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wenn Sie ihm da noch mal ein bisschen Nachhilfe geben, kommen wir auf einem guten Weg zusammen und finden auch eine gute Finanzierung für den ÖPNV. Für die SPD-Fraktion erteile ich nun Herrn Eckert das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, damit wiederholen wir es uns ja etwas in der Debatte des heutigen Nachmittags,
Aber ist es richtig, deutlich zu machen, was ein Teil des Erfolges des 9-Euro-Tickets war? Nämlich durchaus eine Tarifstruktur, ein Ticket zu schaffen für Menschen, damit sie eben nicht erst sich komplett einarbeiten müssen in die Unterschiedlichkeiten von Verbünden, von Verbänden, von Tarifstrukturen, von Ländergrenzen. Ich wohne selber an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, wo es ganz unterschiedliche Strukturen gibt. Und wenn Sie dann sagen, aber die Lebenswirklichkeit der Menschen, auch mobil, ist eine ganz andere, als wir sie abbilden, da kann man dann sagen, genau das 9-Euro-Ticket, und ich hoffe, dass das Folgeticket des 9-Euro-Ticket es dann auch schafft, dass wir, was das angeht, dieses Thema Kleinstaaterei im Bereich des Tarifs, dann auch wirklich dauerhaft überwinden, weil es macht den ÖPNV insgesamt attraktiver, unabhängig vom Preis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es zeigt sich auch, dass das, was man oftmals im Bereich der Mobilität sagt, das wird nie funktionieren. Das wird nicht funktionieren, das kann man nicht schaffen. Das läuft so lange, bis irgendjemand um die Ecke kommt, der nicht wusste, dass das nicht geht, und es einfach macht. Und genauso hat das die Ampel jetzt in Berlin getan. Nämlich, weil die alle haben gesagt, es wird nicht klappen, dass wir einen bundesweit einheitlichen Tarif hinbekommen und das organisieren für den Bereich des ÖPNVs. Hat man offensichtlich nicht gewusst in Berlin. Man hat es gemacht. Es war ein Erfolg. Und dass wir jetzt das gemeinsam, Bund und Länder, folgefinanzieren wollen für das Folgeticket, ist ein nachhaltiger, dauerhafter Erfolg der Bundesregierung mit diesem 9-Euro-Ticket. Ich freue mich darüber, dass wir das in Deutschland möglich machen konnten, meine Damen und Herren. Und da ist in der Tat, Frau Kollegin Müller hat das zu Recht beschrieben, der Koalitionsvertrag auf Bundesebene richtig und wichtig. Der sagt, der Bund ist seiner finanziellen Verantwortung auch in Zukunft gerecht, wenn er Regionalisierungsmittel erhöht und dann auch fortschreibt mit einer Dynamisierung. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber wir schließen ja gemeinsam Verträge, damit man sie umsetzt. Wir wollen ja nicht so, wie Schwarz-Grün das in Hessen macht, reinschreiben, Schieneninfrastrukturgesellschaft wollen wir, und dann schieben wir das 9 Jahre vor uns her und erklären immer, es geht nicht. Nein, wir in der Ampel in Berlin wollen dann sagen, wir machen es, und dann wird das auch kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich war eben überrascht, als ich das eben in der vorherigen Rede gesagt habe, dass der Minister bei meiner Rede zwischendurch klatscht. Das passiert mir eher selten. Aber ich freue mich, dass wir an der Stelle insgesamt auch aus Hessen heraus dann in Berlin deutlich gemeinsam vorstellig werden wollen und klar machen, wir brauchen genau diesen Schritt auch des Bundes für das Thema Ausbau des ÖPNV-Angebotes. Dafür braucht es die Regionalisierungsmittel, den Anstieg und die jährliche Dynamisierung. Und für die Finanzierung des Tickets, das ist dann die zweite Baustelle, braucht es mindestens diese 1,5 Milliarden des Bundes plus die ehrliche Kofinanzierung durch das Land, meine Damen und Herren. Ich habe es eben schon einmal gesagt, die ehrliche Kofinanzierung. Ich bin sehr gespannt, wenn Sie sagen, das wollen wir ja, das ist auch Linie der derzeitigen Landesregierung, dann zeigen Sie uns mit Ihrem Haushaltsentwurf doch bitte, dass Sie es ehrlich meinen. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass das mindestens im Haushalt drin stehen muss, kann das auch schon im Regierungsentwurf drin sein. Dann würde man erkennen, dass Sie das ernst meinen, meine Damen und Herren. Denn bei allen Rechenschiebereien des Ministers, ich will es, weil wir heute ja einfach Zeit haben, über solche Mobilitätsfragen zu diskutieren, will ich es noch einmal deutlich machen. Es ist und bleibt eine Tatsache, dass für die dauerhafte, verlässliche Finanzierung der Verbünde das Bundesland Hessen lediglich 3% originäre Landesmittel nur zur Verfügung stellt. Alles andere, Herr Minister, immer diese Landesmittel umzuetikettieren, die den Kommunen sowieso zustehen, weil sie im KfA stehen, das ist ja alles von uns. Die Corona-Hilfen sind von uns. Die Investitionen sind von uns. Nein, das, worum es mir geht, ist doch die verlässliche, dauerhafte Finanzierung des Angebots in der Fläche. Und wenn Sie mit den Verbünden reden, den Nahverkehrsorganisationen, den Leistungserbringern, die erzählen Ihnen alle, dass das vorne und hinten nicht reicht, meine Damen und Herren, und deswegen schlage ich mich mit Ihnen da auch nicht um 3 oder ob es nachher wegen mir 4% sind. Aber der Anteil, und deswegen glaube ich, ist das ein Kompromiss zumindest, selbst bei wohlwollender Betrachtung ist mit dem bestehenden Landesanteil an originären Mitteln für den ÖPNV keine Kostendeckung des Bestandsangebotes möglich, von Erweiterung gar keine Rede, meine Damen und Herren. Ich glaube, daran da kann keiner Zweifel haben, dass das die Realität in Hessen ist, meine Damen und Herren. Und wenn Sie nicht mir glauben wollen, nicht der Opposition glauben wollen,
dann schauen Sie doch auch einfach zum Beispiel der VDV, der im April, Mai eine Umfrage gemacht hat bei den Verbünden, den Nahverkehrsorganisationen in Westdeutschland und in Ostdeutschland, jeweils separat, um zu sagen, wie sieht es eigentlich aus mit der Finanzierung. Und wenn dann nachher über genau diese Studie, zum Beispiel die FAZ, dann titelt Hessen bei westdeutschen Flächenländern unterdurchschnittlich und bezieht sich auf die Finanzierung des ÖPNVs, dann ist das vielleicht ein kleiner Hinweis, dass unsere Berechnungen, dass unsere Beschreibung der Realität in Hessen etwas näher liegt an dem, wie die Realität aussieht, als das, was Sie uns hier auch die Woche immer wieder deutlich machen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren der Regierungskoalition. Ich freue mich auch, dass wir in der Diskussion durch das 9-Euro-Ticket angetrieben, jetzt zu einer Struktur und einer Diskussion kommen über die Frage von Flatrate-Tickets, wie wir sie hier auch immer wieder angemerkt haben, dass wir wegkommen von für verschiedene Bevölkerungsgruppen Jahrestickets. Wohlgemerkt, Sie haben eben gesagt, Herr Minister, na ja, das ist ja 31 Euro. Nein, es kostet entweder einmal fürs ganze Jahr oder gar nicht. Sie können eben nicht nur auf diese Monatsweisen gehen bisher. Wo wir gesagt haben, es braucht doch eine Zielvorstellung, wie soll nachher am Ende des Tages ein Bürgerticket für alle aussehen, damit der ÖPNV nutzbar ist für alle Bevölkerungsgruppen. Und wenn da jetzt der Bund sozusagen dieser Diskussion uns allen auf die Sprünge hilft, dass wir das in Hessen hinbekommen, über die gemeinsame Finanzierung. Auch das, finde ich, ist dann richtig. Und deswegen, wenn die Freien Demokraten drüber schreiben, ja zur Flatrate in diesem Bereich, dann ist es nur richtig, dass wir das dann jetzt künftig gemeinsam machen. Damit möchte ich nämlich beenden meinen letzten, glaube ich, Redebeitrag zum Thema Mobilität in dieser Woche. Weil es tatsächlich wichtig ist, dass wir das Angebot ja nicht machen um unserer selbst willen oder weil das irgendjemand einfach gut findet, ob Autofahren oder Bus oder Bahn, sondern es geht am Ende bei Mobilität um, wie organisieren wir Teilhabe für alle Menschen in dieser Gesellschaft, dass sie eben nicht abgehängt werden, egal ob sie in Stadt oder Land wohnen. Dafür müssen wir ihnen ein Angebot machen, auch jenseits des Autos, das sie im Zweifelsfall zwangsweise brauchen, weil es kein Alternativangebot gibt. Und das zu einem bezahlbaren Preis. Wenn das nachher am Ende ist die Triebfeder, warum die Frage, wie geht's weiter mit dem ÖPNV, für mich, für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so wichtig ist. Und der Bund hat da den Anstoß gegeben. Und ich freue mich, wenn wir da auch weitergehen, genauso wie bei den vorherigen Tagesordnungspunkten. Herzlichen Dank. Ich glaube, der ÖPNV kann es gebrauchen.